und ein Creeper. Zwei Creeper. Okay, weg. Erfahrungspunkte nehmen wir noch mit. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in die richtige Richtung laufen. Bumm. Nein, wir laufen schon wieder in die falsche Richtung. Warum? Wir müssen doch... In welche Richtung müssen wir denn? In die hier. In die Richtung müssen wir. Aber... In diese Richtung müssen wir laufen. Vorzugsweise tagsüber. Ja, ja, jetzt hör auf mich zu hauen. Wir müssen eh übers Wasser. Wir dürfen jetzt schwimmen. Hammergeil. Bleibt, wo ihr seid. Das ist noch ein Mini-Zombie. Die kommen ja natürlich auch alle nach, ey. Am Arsch, am Arsch. Tja. Hammergeil. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich würde jetzt am liebsten im Game Mode gehen und einfach mal rüberfliegen, weil das ist... Ich weiß, ich kenne die Strecke. Ich bin diese bereits geflogen. Das ist kacke. Ich meine, wir können auch jetzt hier so 5 Jahre lang übers Meer rauschen. Die Aussicht genießen. Die Spinnen verschwinden immer weiter am Horizont. Und wir sind hier. Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Versteht er? Wir sind einfach mal... Oh, nee. Das regt mich auf. Ich will jetzt nicht cheaten. Scheiße, fliegen. Wir laufen jetzt die noch 5000 Blöcke. Oder vielleicht auch 4000. Vielleicht auch 3000. Man weiß es nicht. Wir werden sehen, wie viele es sind. Oh, nee. Das regt mich richtig auf. Das regt mich sowas von auf. Mann. Ja, brauchst ja nicht kommen mit deiner Gruselmusik hier am Arsch. Du kriegst mich eh nicht. Brauchst gar nicht so gucken. Ich weiß, dass du mich willst. Da ist ein Baum. Bäume sind immer gut. Ach man, ey, bis wir da sind, sind unsere Sachen, die spawnen. Und wahrscheinlich ist auch das halbe Haus weg. Hey, so nicht. Okay. Unser Essen wird auch langsam irgendwie knapp. Vielleicht sollten wir uns doch mal einen Ofen organisieren oder so. Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Uns irgendwie einen Ofen organisieren, damit wir das Fleisch zumindest braten können. Besonders hier jetzt, wo wieder Festland ist. Scheiße. Ich meine, danach ging es nochmal übers Wasser. Das ist hier quasi nur so eine kleine Mini-Insel. Kleine Mini hat... Nehme ich zurück. Oh. Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Los. Lauf um dein Leben. Und es wird hell. Oh, es wird hell. So langsam. So ganz langsam. Da vorne leuchtet irgendwas. Das ist bestimmt Lava. Wir werden sehen. Laufen wir noch in die richtige Richtung? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, irgendwas mit 800... Müsste ich nachgucken, weiß ich gerade nicht. Aber es wird auf jeden Fall hell, das ist schon mal ein Anfang. In der Zeit, wo es hell ist, können wir uns zum Beispiel schon mal ein bisschen besser vorbereiten, so auf die Nacht. Dass wir uns vielleicht mal ein Bett besorgen. Und ordentlich Nahrung und so. Hier in der Wüste. Super. Hammergeil. Ey, hammergeil. Oh, ich weiß nicht, wie mich das gerade aufregt. Aber richtig. Diese scheiß Creeper. So, ihr habt jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge, wo ich mich nur aufrege. Perfekt. Das war der Sinn. Guck mal, da sind Bäume. Bäume sind gut. Bäume sind gut. Machen wir das mal kurz aus hier. Wenn wir hier mal den Baum wegholzen.
Und uns dann vielleicht einen Ofen basteln. Dazu müssen wir noch Stein abbauen. Aber wir werden auf jeden Fall was finden. Wir werden überleben. Denn darum geht es ja in Minecraft. Überleben, nachdem man gestorben ist. Irgendwie so. Na, ihr wisst schon. Ach, nee. Den Baum hier, den holzen wir auf jeden Fall komplett ab. Und dann werden wir uns auf jeden Fall zurückbegeben. Scheiße. Ach, nee. Ich hoffe, unsere Sachen sind noch da. War wahrscheinlich, bei unserem Glück ist unser halbes Haus weg. Da ist ein Berg. Da ist ein Berg. Da können wir theoretisch Steine farmen. Kühe. Sehr gut. Kühe sind gut. Kühe sind immer gut. Vielleicht kriegen wir auch genug Leder zusammen, dass wir uns zumindest eine Lederrüstung machen können. Das wäre schon mal ein Anfang. Da sind Steine. Kann man sich nicht... Eine Steinrüstung wäre geil. Die wäre jetzt genau das, was wir brauchen. Mir fällt auch gerade ein, wir haben zwar Holz, aber wir haben keine Kohle. Das heißt, wir könnten uns müssten uns natürlich auch nochmal irgendwie... Ja, wir müssen dann, glaube ich, unser Holz verholzen. Verheizen. So, Werkbank. Da. Hier haben wir einen Ofen. So, dann packen wir hier unser rohes Rindfleisch rein jetzt. Ein bisschen Holz. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Man weiß es ja nicht. So, dann können wir mal gucken, ob wir jetzt wenigstens... Schade, reicht nicht. Okay. Nee. Eine Lederkappe können wir uns machen. Wahnsinn. Immerhin. Immerhin eine Lederkappe. Lederkappe ist immer gut. Oh, schön Steak. So, dann haben wir das auch schon mal gelöst, das Problem. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mal den Schaf organisieren. Denn wenn wir ein Bett haben, dann ist das alles gar kein Problem mehr. Aber ich habe bis jetzt leider noch keine Schafe gefunden. Wir hätten auch die Spinnen töten können aus Feenwolle und dann wäre das alles ein bisschen anders geworden. So, wir warten jetzt einfach mal hier. Vielleicht können wir uns in der Zeit noch eine Axt craften. So. Dann können wir die Werkbank schon mal mitnehmen. Und dann wird das alles seinen Gang gehen. Scheißen Dreck. Halt nicht so einfach. Aber wir werden überleben, wir werden durchhalten und wir werden auch wieder zu Hause ankommen. Weil wir dann wahrscheinlich nochmal alles von vorne machen können. Scheiße, ey. Und in der Zeit holze ich mal hier noch den Baum ab. Man kann ja nie genug Holz haben, vor allem dieses Akazienholz. So hübsch finde ich das jetzt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Da müsste man dann mal warten, bis vielleicht Honeyball ihr Texturenpaket mal geupdatet hat. So wahrscheinlich bei Minecraft 1.3000. Alter! Was ist das für Musik? Hammer! Und dann rennen wir hier durch die Prärie. In die falsche Richtung wahrscheinlich. Nein, es sieht gut aus. Hier ist ein Lavasee. Da ist noch eine Kuh. Noch mehr Kühe. Okay. Actionreich begeben wir uns in Richtung Heimat. Ab nach Hause. Da sind Schafe. Da ist ein Schaf, zumindest. Ein Schaf ist gut, ein Schaf ist gut. Wo ein Schaf ist, ist auch noch ein zweites. Perfekt. So. Wir nehmen uns noch ein Schaf mit. Man weiß ja nie. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall schon mal ein Bett machen. Das machen wir lieber gleich. Bei dieser actionreichen Musik. Alter, was eine geile Musik. Hammer. Da muss man schon mal ein bisschen mit dem Kopf nicken.
Schön, dass das letzte Schaf keine Wolle rausgehauen hat. Geizkragen. So. Da sind noch Hühner. Und die Scheiße, da scheiße ich jetzt mal drauf. Wir laufen in die falsche Richtung schon wieder. Da geht's lang. So. Wir müssen quasi durch die Wüste. Durch die Wüste. Mit Essen haben wir jetzt. Wir haben jetzt ein Bett. Wir haben die richtige Richtung. Schade, schon vorbei das Lied. Aber zu der Wüste hat es ein bisschen gepasst jetzt. Was ist das denn hier? Schweben Sandblöcke? Auch geil. Hat nicht mehr ganz gereicht oder was für so und so. Mann. Also hier ist was los, auf jeden Fall. Wir rennen durch die Wüste, wie die Irren. Ist ja kein Problem. Kein Problem. So kommen wir auf jeden Fall auch ein bisschen zum Erkunden und ich denke mal, soweit es möglich ist, werden wir von unterwegs auch so den einen oder anderen Stuff mitnehmen. Wir werden auch noch Sand brauchen für Fenster. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Und ich wette, unsere Sachen sind alle weg. Alle weg. Zuckerrohr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wahrscheinlich später, aber ich glaube, wir hatten auch bei uns was direkt vor der Haustür sozusagen. Deswegen rennen wir jetzt hier mal von Insel zu Insel. Wir müssen uns unser Essen auf jeden Fall gut einteilen. Und nachts können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt keinen Schlafplatz finden, auch einfach schwimmen, weil im Wasser kriegt uns keiner. Ja, in diese Richtung müssen wir sozusagen. Kann sich nur um Jahre handeln. Es kann sich nur um Jahre handeln. Tja. Aber wir schaffen es. Mit epischer Musik. Wir werden es schaffen. Wir werden zurückkehren. Ja, es wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um mal ein paar Themenvorschläge von euch durchzunehmen. Bis jetzt habe ich leider noch keine bekommen, weil ich ja die Folgen hier quasi alle am Stück aufgenommen habe. Auf jeden Fall würde ich mich halt freuen, mal ein bisschen mit euch zu quatschen. Ist natürlich schön, dass wir jetzt in dem Deep Ocean Biom sind. Das wird sogar angezeigt in der vorletzten Zeile. Das finde ich cool. Ocean. Jetzt ist es nur noch Ocean. Vorher war es Deep Ocean. Jetzt ist es wieder Deep Ocean. Wo ist jetzt der Unterschied? Hier ist tief. Und da nicht, oder was? Tja, ist ja auf jeden Fall alles sehr mysteriös. So. Mann. Wieder Deep Ocean. Ich finde ja die Musik ziemlich cool. Wir haben ja eigentlich noch nie so wirklich in die Höhlen-Playlist reingehört. Deswegen, ich lasse die jetzt einfach mal laufen. Kann ja nicht schaden. Aber wir werden uns auf jeden Fall wieder in Richtung Heimat begeben. Wir schaffen das. Das habe ich bestimmt schon 12 Mal jetzt gesagt, aber ist mir egal. Ich sag's auch noch 13 Mal. Es muss klappen. Aber es kann nicht sein, es kommt so ein scheiß Creeper an, haut uns alles weg. Alles. Wahrscheinlich können wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Das ist eigentlich auch Blödsinn, wieder zurückzukommen. Wir hätten uns auch jetzt woanders einen Spot suchen können, weil wir ja quasi noch nichts hatten. Ist halt schade drum. Uncool. Vor allem kommt jetzt hier auch kein Land. Ich müsste bald die Folge beenden. Also die Aufnahmen. Ich müsste langsam mal eine Pause machen. Aber niemand weiß, was kommen wird. Können auch mal tauchen. Hui. Cool, man sieht mal so nichts. Hui. Alter, das ist aber auch wirklich ein tiefer Ozean hier. Da ist Land, auf jeden Fall, sehr gut.
Aber es ist, glaube ich, auch wieder nur so eine kleine Insel. Vielleicht ist es aber auch schon das Festland. Wir haben uns ja auch eine ganze Weile vorwärts bewegt. Vielleicht ist das sogar der Ort, wo wir angefangen haben. Quasi. Aber könnt ihr mal sehen, wie weit es vom Spawnpunkt weg war. Unglaublich. Hier haben wir auch Bäume. Können ja mal ein Steak essen zwischendurch. Ich muss mal verhungern. Die Sonne geht schon wieder unter. Und es wird Nacht. Es wird dunkel. Die Sterne sind bereits da. Zu sehen. Der Mond scheint. Wolken ziehen auf. Und wir werden uns hier jetzt eine kleine Unterkunft basteln. So für zwischendurch. Um dann anschließend den Rest in der nächsten Folge anzutreten. Deswegen, guck mal, hier ist eine Höhle. Sehr gut. Sehr. Höhle hat mir gefallen. Ja, gut. Ich glaube, hier bleiben wir nicht. Das wäre ein bisschen fatal. Ach du Kacke. Nein, hier werden wir auf jeden Fall nicht bleiben. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier am dümmsten machen. Vielleicht bauen wir uns hier einfach in den Berg ein. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung, die wir so machen. Diesmal auch nicht nur zwei hoch, damit wir nicht mehr am Berg stecken bleiben. So. Und dann bauen wir uns hier ein. Zack. Stellen uns unser Bett hier hin. Ah, wir gehen mal noch einen weiter rein. So, Bettchen hingestellt, schlafen gelegt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.